Ganz herzlich willkommen zu einem der Aktionär TV Experteninterview. Wenn wir jetzt wieder gemeinsam auf die Banken- und Finanzbranche blicken, dann natürlich mit dem Gast, der jetzt schon neben mir steht, Fabian Stibin. Schön, dass du da bist. Hi Marco, danke. Fünf Werte hast du uns mitgebracht. Wir starten gleich mit der Commerzbank. Da müssen wir nämlich noch über die Zahlenvorlage vom vergangenen Freitag sprechen und der enttäuschenden Reaktion der Anleger. Waren die Zahlen wirklich so schlecht? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Also man hat unter dem Strich sogar beim Nettogewinn die Prognose etwas übertreffen können. 5% drüber mit knapp 565 Millionen, glaube ich, hat somit im ersten Halbjahr 2023 schon 1,2 Milliarden einfahren können. Das ist genauso viel wie im kompletten letzten Jahr. Also 2022 ist ja, denke ich, schon dann eine große Hausnummer. Man sieht, die Zinswende treibt hier die Gewinne. Die Commerzbank ja sehr zinssensitiv und man hat die Kosten ja auch runtergebracht, dreht immer noch an der Kostenschraube. Also die laufende Sanierung, die letztes Jahr, kommendes Jahr ja dann beendet sein soll, die greift komplett natürlich auch, wie erwähnt, die gestiegenen Zinsen. Aber man hat eben hier eine Erwartungshaltung am Markt, die jetzt seit einigen Quartalen dann doch immer höher lag. Dieses Thema Zinsen, Zinswende, hier geht es um den Nettozinsertrag, also was bleibt dann unter dem Strich im Zinsgeschäft übrig für die Bank. Da hatte man ja nach den MQ1-Zahlen gesagt, von Commerzbank-Seite im Jahr 2023 7 Milliarden Euro im Basisszenario, traut man sich dazu 7,3 Milliarden im besten Fall. Und jetzt hat man das eben auf mindestens 7,8 Milliarden hochgeschraubt. Der Konsens war bei 7,6 Milliarden vor den Zahlen, also liegt da drüber. Die Kosten werden 100 Millionen Euro im Gesamtjahr wahrscheinlich höher liegen als bisher. Inflation treibt ja hier auch die Personalkosten, also nicht nur über die Zinsseite ja gut für die Bank. Aber es gibt eben auch Erwartungen, die jetzt nicht erfüllt wurden und deswegen diese Kursreaktion. Man hatte ja von Managementseite her nach dem ersten Aktienrückkaufprogramm jetzt vor wenigen Monaten gesagt, man kann sich ein zweites vorstellen. Viele hatten erwartet mit der Ankündigung der Q2-Zahlen jetzt eben, dass das Programm dann auch schon bekannt gegeben wird. Dem ist nicht so. Der Vorstand rechnet jetzt damit, dass man vielleicht im Januar kommenden Jahres loslegen kann, weil man eben von der EZB noch die Zustimmung braucht. Das ist standardmäßig so. Als Aufsichtsbehörde muss sie da ihre Zustimmung geben. Scheinbar ist der Prozess eben noch am Laufen. Der andere Punkt ist, dass man beispielsweise bei dem Nettogewinn jetzt auf Gesamtjahressicht nach diesen 1,2 Milliarden im ersten Halbjahr sich auch erwartet hatte, dass die Prognose angehoben wird. Immer noch ist die Commerzbank ja bei ihrer Prognose geblieben, mehr als 1,4 Milliarden unter dem Strich für 2023 erreichen zu wollen. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr konservativ und deswegen denke ich, dass man mit der Verkündung der Q3-Zahlen, das wäre dann am 8. November der Fall, die Gewinnprognose für das laufende Jahr anhebt, vielleicht den Aktienrückkauf Anfang kommenden Jahres dann auch ankündigen kann und es soll auch ein Strategie-Update geben für die Zeit nach 2024, also wenn die jetzt noch laufende Sanierung beendet ist. Und da gab es gerüchteweise jetzt auch schon ordentlich was zu hören. Zweistellige Eigenkapitalrenditen kann sich der Vorstand vorstellen. 7,3% wollte man nächstes Jahr eigentlich erreichen. Da ist man jetzt mit über 8% im ersten Halbjahr auch schon drüber gewesen. Also da ist einiges zu erwarten, aber dann eben erst im November. Deswegen jetzt hier die Enttäuschung. Wir sehen, der Kurs ist deutlich nach unten gekommen. Teilweise, da sprechen wir auch gleich noch drüber, wegen der überraschenden Einführung einer Gewinnsteuer für Banken, aber eben nur in Italien von der dortigen Regierung. Hat aber europäische Branchenwerte wie die Commerzbank auch in Sippenhaft genommen, obwohl sie davon gar nicht betroffen ist. In Deutschland ist es ja gar kein Thema für Banken, eine Gewinnsteuer einzuführen. Noch nicht einmal gibt es eine Diskussion. Wir bleiben für die Commerzbank aber eben trotzdem positiv gestimmt, weil das Ausschüttungspotenzial, was jetzt die kommenden Jahre betrifft, auch dieser Aktienrückkauf ja nicht vom Tisch sind, sondern sich das eben einfach nach hinten verschiebt und der Vorstand weiterhin eher konservativ bei den Prognosen bleibt und man dann aber auch versucht, das zu halten. Und das war bei der Commerzbank ja gerade nach der Finanzkrise anders. Man hat die Sanierung verschleppt,
oft zu hohe Ziele verkündet, die man einkassieren möchte. Und das ist eben unter Manfred Knof, dem CEO, seit 2021 anders. Aber Anleger sind hier einfach etwas zu ungeduldig vielleicht auch gewesen. Wir sehen jetzt hier, die Aktie ist über der 200-Tage-Linie von 9,72 Euro immer noch. Sie ist also hier vorzeitig auch schon gedreht. Man sollte jetzt hier noch vielleicht etwas höhere Kurse abwarten, wenn man einsteigen möchte, wenn man noch nicht dabei ist, ob es jetzt tatsächlich hier schon wieder längere Zeit nach oben geht. Aber ansonsten bleibt die Aktie eben eine laufende Empfehlung. Bevor wir gleich noch über diese Sondersteuer sprechen, schauen wir jetzt nochmal auf die Zahlen der Deutschen Pfandbriefbank. Die gab es gestern am Donnerstag. Gewinneinbruch wurde vermeldet zum einen. Du hast ein paar Details für uns. Und wie sieht es mit der Prognose aus? Überraschend kam es ja tatsächlich nicht. Wir wissen ja, die Pfandbriefbank ist fast ausschließlich auf den Gewerbeimmobiliensektor, also auf die Finanzierung dort spezialisiert. Man hat auch ein kleines Geschäft, wo es Tages- und Festgeldkonten gibt, einfach zur Refinanzierung. Aber das spielt hier eine untergeordnete Rolle. Deswegen sind auch diese Nettozinserträge, über die wir zum Beispiel, wenn es um die Commerzbank geht, immer sprechen, jetzt auch nicht gestiegen, trotz der Zinswende im vergangenen Jahr. Merklich, das spielt hier eine untergeordnete Rolle. Man merkt jetzt eben, dass die Nachfrage stark nachlässt nach der Finanzierung von Gewerbeimmobilien. Viele Projekte werden ja auf Eis gelegt. Auch im Ausland, wo man tätig ist, ist es ja ähnlich durch die globale Zinswende ja tatsächlich. Man hat jetzt im ersten Halbjahr nach Steuern nur noch knapp 80 Millionen Gewinn einfahren können, hält an der Prognose für das Gesamtjahr 170 bis 200 Millionen Euro nach Steuern Gewinn aber fest. Man hatte jetzt eigentlich im zweiten Halbjahr erwartet von Vorstandsseite, dass sich hier der Markt für Gewerbeimmobilien irgendwo etwas stabilisiert, vielleicht auch schon erholt. Jetzt denkt man, dass es eben erst kommendes Jahr der Fall sein wird. Die Kosten sollen runter, also man hat ein Kostensenkungsprogramm aufgelegt, 15% der Jobs sollen in den kommenden 3 Jahren gestrichen werden. So möchte man dann eben die Kosten in den Griff bekommen. Die sind jetzt etwas gestiegen im Vergleich zu vergangenem Jahr. Vielleicht auch aktivistischer Investor Petrus Advisors, wissen wir, ist hier beteiligt, dass es dort Druck gegeben hat. Man hat auch ja in der Vergangenheit mehrmals moniert, die Kosten wären eben hier zu hoch bei der Pfandbriefbank. Die Aktie ist keine laufende Empfehlung von uns. Es kommt aber bei Anlegern ja oft sowas in den Fokus. Die ist ein Dividendenwert schon länger, die Pfandbriefbank. Die Renditen sind jetzt natürlich in den zweistelligen Bereich knapp geschossen, aber wir sehen es hier schon länger. Hier gab es einen Kursabsturz zum Jahresanfang, dann zuletzt mit den letzten Quartalszahlen und jetzt wieder. Also die Dividendenrendite kann natürlich auch relativ hohe Werte annehmen, wenn die Ausschüttung relativ gleich bleibt oder unverändert, aber der Kurs also letztlich sinkt. Und das ist ja auch hier der Fall. Normalerweise würden wir vielleicht 5-6% Dividendenrendite hier sehen und keine 10% wie jetzt. Also eine Ausnahmesituation, Aktie für uns kein Kauf. Der Chart sieht, wie man ja hier auch sehen kann, nicht so gut aus. Fundamental schwierig, aber da die Aktie bei vielen Anlegern dann doch auf dem Zettel ist, vielleicht mal interessant, das hier näher anzuschauen. Definitiv. Sie ist auf der Watchlist. Du wirst es weiter verfolgen und wir werden es weiter beobachten. Aber wie du sagst, kein Kaufaussicht von der Aktionär im Moment. DWS Group, wie ging es, was gibt es hier aktuell Neues? Wie ging es nach der Zahlenvorlage weiter? Ja, da hatten wir ja kürzlich erst drüber gesprochen. Wir haben die Aktie jetzt zum Kauf empfohlen. Vor kurzem mit Kursziel, ich glaube, ja, 32 Euro. Der Stopp bei 24 Euro. Kursziel 42 Euro, Entschuldigung. Das wäre fast schon dran, genau, es kann nicht sein. Und der Stopp bei 24,50. Wir sehen hier, dass es jetzt charttechnisch schon zu einem Ausbruch gekommen ist. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass man erwartet von Marktseite, dass man sich mit der amerikanischen Wertpapieraufsicht einigt. Es gibt ja dieses laufende Verfahren seit 2 Jahren wegen dem Vorwurf der Manipulation, was grüne Anlagen angeht, dass man sich nachhaltiger, also grüner dargestellt hat, als man ist, mehr Geld in diese Bereiche für Kunden angelegt hätte, dass Fonds möglicherweise dann doch nicht so viel in diese Bereiche investieren. Da hat man ja lange nichts gehört und im Halbjahresbericht der DWS, der mit den
Q2-Zahlen veröffentlicht wurde, steht eben drin, kann man rauslesen, dass mehr Rückstellungen gebildet wurden für dieses laufende Verfahren und dass man denkt, dass man sich mit der SEC jetzt dann einigen kann. Wann ist offen? Aber ich denke, dass es vielleicht tatsächlich bis Jahresende der Fall sein könnte. Und deswegen hat man hier an dieser Kursreaktion, sieht man dann schon, dass der Markt das natürlich begrüßt. Also ein guter Teil schon eingepreist, aber sollte jetzt tatsächlich die Meldung kommen, man kann, wie der Markt das erwartet, für einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag das beilegen, dann denke ich, dass wir hier noch deutlich höhere Kurse sehen. Und der Turnaround, auch was das Geschäft angeht, ist geschafft. Man hat letztes Jahr ja 20 Milliarden an Kundengeldern verloren. In der Branche gab es Probleme, das Geschäft ist nicht mehr so gut gelaufen wegen der hohen Inflation, aber eben auch wegen dieser Vorwürfe der hausgemachten Probleme eine Art Vertrauensverlust bei der DWS. Jetzt hat man wieder 15 Milliarden Euro einsammeln können im ersten Halbjahr und das sieht, denke ich, jetzt wieder ganz gut aus. Eine spekulative Geschichte, was das angeht. Der andere Punkt ist, 1 Milliarde Euro könnten mit der Hauptversammlung 2024 als Sonderdividende für 2023 on top ausgeschüttet werden. Dieses Geld war für Übernahmen gedacht, sieht aktuell nicht so aus, als hätte man irgendeinen Konkurrenten im Fokus. Kommt es nicht zu dieser Übernahme von wem auch immer, dann wird das Geld ausgeschüttet, das hat der CEO zugesagt und es könnte on top eben zur laufende Dividende noch kommen, dann könnten wir hier Renditen sehen, die deutlich über 10% liegen. Ja. Also die Aktie ist ja auch ein Dividendenwert seit Börsengang 2018. Auf jeden Fall die Deutsche Bank, größter Anteilseigner, bekommt dann eben ja auch immer eine nette Ausschüttung. Deswegen ist hier auch zu erwarten, dass es so bleibt. Und Anleger können sich jetzt eben die Aktie ins Depot legen, die auf eine hohe Dividendenrendite abstellen. Aber für einen Dividendenwert vielleicht doch etwas riskanter als jetzt ein Blue-Chip aus den USA. Dann begeben wir uns jetzt mal nach Italien. Du hast die Sondersteuer angesprochen, die für Verwerfungen gesorgt hat. Italienische Banken eingebrochen, nicht nur die, Commerzbank war ja auch ein Beispiel. Was ist da genau los mit dieser Steuer? Ja, die italienischen Banken haben sehr gut verdient. Die größten Banken, die 60% des italienischen Bankenmarkts stellen, haben auch im ersten Halbjahr jetzt ihre Gewinne um 60% gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 steigern können. UniCredit zum Beispiel war vor ein paar Jahren ja fast noch ein Pleitekandidat, ist jetzt wieder sehr profitabel. Wir hatten sie hier auch oft, weil die Bewertung immer noch relativ günstig ist und man sehr viel über die Dividende und auch Aktienrückkäufe ausschütten möchte. Ich denke, dabei bleibt es auch, obwohl diese Sondersteuer natürlich die Gewinne schmälern kann. Man hat jetzt eine Art Übergewinnsteuer, nennt sich das, eingeführt. Die Regierung möchte jetzt hier einiges abschöpfen durch die Zinswende, die auch in Italien voll durchschlägt. Verdienen die Banken deutlich mehr als vergangenes Jahr oder auch die Jahre davor. Und dort sollen jetzt eben 40% der Gewinne, der Übergewinne besteuert werden. Aber es ist noch nicht ganz klar, geht es jetzt um das Jahr 2022 bei der Besteuerung im Vergleich zu 2021 oder wird am Ende dann 2023 mit 2022 verglichen. Die Kurse sind auch hier, wir sehen es hier, relativ klein im Gegensatz zu anderen Aktien, dann Anfang der Woche auch stark abgestürzt von italienischen Banken, weil das natürlich jetzt so nicht erwartet worden war. Man hat dann, man ist zurückgerudert von der Seite der italienischen Regierung, hat gesagt, man möchte maximal 0,1% der Bilanzsumme einer Bank als Belastung durch die Steuer dann irgendwo erzielen. Also man hat eine Obergrenze eingeführt. Für die UniCredit ist es so oder so der Fall, dass man ja auch noch in Südosteuropa, in Österreich, in Deutschland über die HVB überall aktiv ist. Also das Italien-Geschäft macht jetzt beispielsweise deutlich weniger aus wie bei der Intesa San Paolo. Deswegen könnte die Steuer auch hier nicht so hoch ausfallen. Dann durch diese Obergrenze wird sich das für den Sektor möglicherweise insgesamt eh halbieren, die Belastung. Und wir sehen jetzt auch an der Kursreaktion, man sieht eigentlich fast gar nichts. Und die UniCredit hat mehrmals ja eben die Prognose im laufenden Jahr auch für den Gewinn schon erhöht. Man hat auch hohe Überschussreserven, also viel mehr Eigenkapital, als man vorhalten muss, um die Mindestvorgabe der Aufsicht zu erfüllen und auch um die Sachen jetzt auszuschütten für Aktienrückkäufe oder Dividende, was man schon angekündigt hat. Dann würde dieser Überschuss eben abschmelzen zum Teil, aber es ist jetzt hier
vielleicht auch nur ein kurzfristiger Aufreger. Also wie gesagt, die Ausgestaltung ist noch nicht bekannt. Es ist eine dumme Sache in diesem, zu diesem Zeitpunkt eigentlich, weil italienische Banken ja viele Staatsanleihen von Italien kaufen. Die EZB kauft ja keine Staatsanleihen mehr. Deswegen könnten die einheimischen Finanzinstitute jetzt eben weniger, auch die UniCredit, vom italienischen Staat an Anleihen kaufen. Wir wissen, Italien ist relativ hoch verschuldet und es könnte eine Art Vertrauensverlust jetzt irgendwo eintreten. Das hat man vielleicht eher nicht bedacht, als man diese Steuer jetzt angekündigt hat. Deswegen ist man auch, glaube ich, zurückgerudert, hat gesagt, wir begrenzen das irgendwo. Und im italienischen Leitindex machen finanzwerte Banken mit rund einem Drittel auch relativ viel von der Gewichtung aus. Also es ist eine heikle Geschichte. Für die UniCredit bleibe ich aber jetzt positiv. Ist weiterhin eine Kaufempfehlung für Mutige. Vielleicht noch, braucht man noch etwas Mut als bisher schon. Aber ich denke, das Ausschüttungspotenzial, was Dividendenrenditen von 6-7% in den kommenden Jahren angeht, das bleibt erhalten. Und auch die Aktienrückkäufe, die geplant sind, in Milliardenhöhe sollten stattfinden. Dann begeben wir uns zum Schluss nochmal in die USA, schauen auf Western Alliance, eine US-Regionalbank. Da schrillen vielleicht beim einen oder anderen schon allein bei diesem Begriff die Alarmglocken seit Frühjahr dieses Jahres. Was ist denn momentan, was gibt es Neues bei Western Alliance? Ja, man hat vor 2-3 Wochen Quartalszahlen präsentiert für das zweite Quartal. Die fielen ganz solide aus. Also man hat die Erträge steigern können, lag da über dem Konsens. Der Gewinn war auch ganz ordentlich. Wichtiger ist eigentlich hier, darum ging es ja auch bei dieser Regionalbankenkrise im Kern im Frühjahr, wie haben sich die Einlagen entwickelt. Wir erinnern uns, es gab ja damals einen Vertrauensverlust, dass viele Anleger Einlagen abgezogen haben. Vor allem auch bei Regionalbanken wie der Western Alliance. Wir sehen es hier, diesen brutalen Kursabsturz, wo man dann Angst hatte, dass diese kleineren Banken vielleicht pleite gehen, ja, dass Geld weg ist, zumal viel Geld bei diesen Regionalbanken lag, was überhaupt gar nicht durch die Einlagenversicherung, die staatliche, gedeckt war. Die Western Alliance hat es aber relativ gut geschafft, den Turnaround hinzubekommen. Man hat wieder Einlagen anziehen können, im ersten Quartal schon, aber im zweiten Quartal hat sich das fortgesetzt. Das Eigenkapital, was merklich abgeschmolzen war, konnte jetzt auch wieder um ein Viertel erhöht werden. Man ist jetzt wieder knapp über 10% harter Kernkapitalquote und deswegen steht die Bank da, denke ich, wieder solide da. Und man hat jetzt eben auch, wie alle anderen Banken, auch von dem gestiegenen Zinsniveau profitieren können. Die andere Seite ist natürlich die US-Konjunktur läuft und läuft ja immer noch, trotz der weiteren Zinserhöhungen. Das Zinsniveau ist aber ja mittlerweile so hoch, dass auch ja, sich die Frage stellt, wie stark die Kreditnachfrage nachlässt. Gewerbeimmobiliensektor ist in den USA ja auch ein mögliches Risikofeld, dass es hier zu vermehrten Ausfällen kommt, wovon natürlich Banken dann auch, Regionalbanken insbesondere, überproportional getroffen werden. Also es ist eine riskantere Geschichte. Diese Aktie hier ist seit Ende Mai aber eine laufende Empfehlung. Das Kursziel ist jetzt mit 50 Euro. Wir haben es hier in Dollar fast erreicht worden. Mittelfristig denke ich aber, dass die Western Alliance trotzdem eine der solideren Regionalbanken ist und wir haben jetzt das Kursziel auf 70 Euro erhöht. Also man kann hier, wenn die 200-Tage-Linie, die müsste bei 75 Dollar liegen, wenn die jetzt hier nachhaltig geknackt wird, also wir sehen ja jetzt hier in den letzten Wochen, dass die Aktie sich nicht wirklich für eine Richtung entscheiden konnte, aber geht es jetzt hier nach oben, dann wäre das ein starkes Chartsignal, wenn die 200-Tages-Linie geknackt wird und dann können Neuansteiger, denen bewusst ist, dass es hier um eine riskantere Angelegenheit geht, auch noch zugreifen. Dann sind wir, was die Bankenbranche betrifft, jetzt wieder up to date. Vielen Dank dafür, Fabian. Gerne. Wir sehen uns beim nächsten Mal gerne wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.